unsere große Kirche St. Georg mit dem Daniel, der ja weithin sichtbar ist, begrüßt ja jeden Besucher schon von Weitem. Und wir hatten auch eine sehr bewegende, sehr schöne ökumenische Vesper zur Eröffnung des Stadtmauerfestes. Also eigentlich noch vor dem Stadtmauerfest haben wir auch das Fest unter den Schutz des Gottes gestellt. Und wir haben es begonnen mit einem Gebet. Und auch die Gebetsszene ganz am Ende des Stadtmauerfestes wird dann auch den Abschluss bilden. Und so ist es eigentlich eine schöne Klammer für unser historisches Fest. Da drin eben hergerichtet, aufgeschnitten und für unsere Gäste dort vorbereitet. Wir sind offen für alle. Wir helfen einfach zusammen, egal ob evangelisch oder katholisch oder auch konfessionslos. Also wir sind für jeden offen und freuen uns natürlich über jeden, der die Wandfrauen unterstützt und natürlich unsere sozialen Projekte. Du bist schon so ab.